take a trip to my Oh Mann, ich kann einfach nicht schlafen. Das regt mich auf. Mann, was ist mit dir? Party. Was? 200 Folgen, du Sack. Echt jetzt? Ja. Lol. Lol. Hör auf mich zu schlagen. Ich bin kreativ, du Opfer. Du Cheater-Hacker-Typ. Ich fliege einfach weg. Nein. Gut, dann alle Geschenke für mich. Nein! Oh mein Gott, herzlich Glückwunsch zur Folge 200 Tatsache. Oh mein Gott, wir müssen feiern. Hey, jetzt wieder so die Szene. Ja, genau. Voll einfallslos. Okay, wir haben diesmal gedacht, wir geben uns als Bonus, dass wir so lange durchgehalten haben, ein paar Spawn-Eier. Ja, darunter Kühe. Ach, meine behalte ich noch, meine lasse ich unten in der Truhe. Huhn, Schwein, Tintenfisch, Schwein, Ozelot, Schwein, Schafe kriegt er. Da habe ich schon getan. Also, wieso? Er kriegt die 8 Schafe, weil ich diesen Balsa-Sapling von ihm haben wollte. Nicht wahr, mein kleiner Freund? Ja. So, erstmal aus dem Creative-Modus rausgegangen. Ah, ich bin so glücklich. Folge 200 Folgen. Wenn man bedenkt, wie viel wir schon geschafft haben. Ich meine, wir haben 3 Blöcke gesetzt seit den 200 Folgen. Ich meine, das ist so heftig. Ja, das ist ganz schön krass. 3 Blöcke. Ja. Das muss man wirklich erstmal schaffen. Das ist nichts für jedermann. Ja, kannst du mal sehen. Gut, ich gucke mal, ob in der Zeit, also in der Zwischenzeit, habe ich eigentlich noch Honigtropfen. Nein, Honigtropfen alle. Ich guck mal eben ganz kurz. Einmal, ich habe schon 4 Juju-Meter wieder. Oh, sieh mal eine an. Meine Schuhe, meine Hose. Mein... Okay. So, ich glaube, ich esse gleich mal wieder Schnitzel, weil ich habe keinen Bock mehr, mal verrottetes Fleisch zu essen. Okay, das kommt weg. Das kommt dahin. Dann diese Stahlgeräte. Ach, dann kann ich das, oder? Überlege ich noch, mach ich das? Komm. Nee, ich benutze ihn ja erstmal nicht. So. Jetzt setze ich mal auf. Die Hose. Den Helm. Und die Nano-Schuhe. So, jetzt habe ich eine... Ja, jetzt habe ich eine Nano-Rüstung. Aber ohne Oberteil, weil ich das nicht benutze. Stattdessen baue ich mir ein Badpack. Ich bin Batman. Ja, so ein Batman-Pack. Nicht Badbox, Badpack. Dafür brauche ich 3 Batterien, 1 Zinn und... Ich bin Batman. Muss ich jetzt mal überlegen. Das und, ja, Batterien. Habe ich dafür genug Zinn? Für 6 Batterien? Das wird schon irgendwie gehen. Könnte knapp werden. Ich meine, 6 Batterien. Ja, das ist schon, ganz schön. 6 Batterien ist echt schon ganz schön heftig. Ja, ja. So, das macht einmal ein Badpack. Yay. Das hat wie viel Speicher? 6000 EU. Das ist irgendwie voll wenig. Labpack ist irgendwie klar. Dafür brauche ich... Oh. Oh! Ich dachte, Labpack ist wegen Lapotron-Kristall. Doch, Lapdance oder? Nein, Lapis. Oh. Und Advanced Circuit. Ich glaube, das krieg ich sogar noch hin. Dafür brauche ich nur mal eben 2 Glowstone. Ich kann nie wieder fliegen. Doch, aber im Moment nicht. So, mal gucken. Oh, da kann ich ja gleich mal wieder nach dem, ich komme nicht drauf. Warum komme ich nicht drauf? Query, genau. Nach dem Query gucken. So, Echt, ey, warum kommst du nicht drauf? Das geht ja gar nicht. Ja, tut mir leid.
So, ich brauche jetzt 6 Lapis-Blöcke. Das wird mit einem Stack Lapis auf jeden Fall gehen. Glaube ich. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 Lapis-Blöcke. Voll heftig, wie viel man da braucht. Geht doch. 6 Lapis-Blöcke. Ja. Schon ganz schön viel, finde ich. So, jetzt habe ich ein Lab-Pack. Weil so ein Bad-Pack lohnt sich gar nicht. Da kommen 60.000 EU rein. Das ist so dumm. Dann nehme ich mir lieber ein Lab-Pack, da kriege ich gleich mal 300.000 EU. Hä, lol. 300.000. Das ist... Wow. Und das ist so ein Speicher, den ich immer mit mir rumtragen kann. Ich weiß nicht, ob er sogar die Rüstung auflädt. Aber, das soll eigentlich da sein für die Diamond Drill. Wo hab ich denn die Diamond Drill? 300.000, Mann, das ist wie 3 Rüstungsteile. Das ist voll krass. Tatsache. Also ein normaler Jetpack hat 30.000. Tja, kannst du mal sehen. Irgendwie leckt das gerade. Ich kann gerade nichts machen. So, jetzt geht's wieder. War komisch. Cool, das Lab-Pack wird aufgeladen. So wie ich das immer gewünscht habe mir. So, meinst du, ich habe noch Honigtropfen? Nee, glaube ich nicht. Ich kann ja nicht mehr fliegen. Oh, das ist jetzt gewöhnungsbedürftig. Ja, jetzt hätte ich das noch mitnehmen können, aber was soll's. Jetzt muss ich den ganzen Weg laufen immer. Wie so ein Penner. Naja, bald habe ich Quantumrüstung. Das wird heftig. Das wird richtig heftig. Das stimmt. Dann ärgere ich dich nicht mehr. Deswegen kann ich die Compassion Engines hier auch mal... Compassion? Das, selbst wenn, wäre das falsch. Oh, ich bin so müde. So wie sonst, ne? Ja, so wie immer. Oh, klingelt gerade euer Telefon? Ja, Hund der Hund. Mann, was ist hier los? Cool. Cool, cool. Okay, ich habe noch Gartenscheren dabei, das ist schön. Ich kann ja nicht fliegen, verdammt. Jetzt werde ich mal ein bisschen Balsaholz produzieren. Also sehr viele Balsa-Setzlinge herstellen, damit ich immer welche habe. Dafür nehme ich doch nochmal das Jetpack ganz kurz. Ich muss immer hier nachgucken, das ist verdammt. Achso, Invar muss ich auch noch mal. Oh yeah. Dann brauche ich noch 12 Eisen Iron Dust. Jetzt muss ich hier was reintun, was nicht in Ofen. Okay, da passiert nichts. Gut. So, 12 Eisen. Also der Demeserator könnte auch mal mehr vertragen, um ehrlich zu sein. Irgendwie muss ich die Stromleitung doch nach oben bekommen, ohne dass es irgendwie komisch aussieht. Mhm. Und in der Tat, ich habe eine Idee. Oh Mann, mein Lab-Pack hat gerade mal 200.000 EU gleich. Ich lade ihn gerade die ganze Zeit auf. Acht schon. Okay. Warte ich mal auf die 12. Beeil dich! Kleines Stück Meserator, du! So, die restlichen Invar wieder raus. Gott, ich hoffe, das war Iron Dust, sonst rege ich mich jetzt auf. Ja. Oh mein Gott, ich brauche so viel Wolle, so viel habe ich gar nicht. Ich kann ja schon. Ist eigentlich der Ofen drauf? Ach du Kacke. Wie sieht's also mein Haus kann ganz leicht abfackeln, das ist doch so viel Wolle und Holz. Tja, kannst du mal sehen. Aber wenn rum Marmor ist, dann ist das immerhin so ein bisschen geschützt. Ja, und ich erkenne noch wieder Umrisse und die Fenster und so, damit ich weiß, wo ich wieder was hinbauen muss. Genau. Es ist nur ein bisschen Ressourcen. Ja, also die Wolle wäre es echt ein bisschen schade, um ehrlich zu sein. Ja, weil es sind bestimmt 600-700 Blöcke hier, Wolle. Das ist so viel Wolle. So, dann gucken wir mal, wie viel ich jetzt, also ich muss zwei so eine
machen. Zwei Invagiers. Dann, ich schätze mal, es wird wieder ein Pisten sein. Brauche ich gar nicht erst nachgucken. Gehen ja sogar noch, so schwer sind Pistons ja gar nicht herzustellen. So, Kolben. Zwei Invagiers. Ah ne, jetzt habe ich die... Ah ne, das ist Sim. Das wird wahrscheinlich die... Scheiße. Redstone Transmission Coil sein. Ja, das sieht gut aus. Ja? Irgendwas stimmt hier nicht. Meine Badbox. Soll ich dir, soll ich dich unterstützen oder kriegst du es hin? Achso, ich hab mich gewundert, warum die Badbox nicht auflädt, aber ich glaube, ich weiß warum. Na, dann ist ja gut. Also die MV Charging Bench bekommt gar keinen Strom, das ist komisch. Ist da gerade ein Gerät am Aufladen oder was? Ja, irgendwie habe ich die Badbox falsch angeschlossen. Die hat nur einen Output, das erkennt man eigentlich ganz gut. Die hat nur einen? Ja, der Rest ist alles Input. Beim Transformer ist es genau andersrum, die hat einen Input und fünf Outputs. Mhm. A little bit complicated, but you will get it. Sometime. Someone. Also da ist so ein oranger Punkt, aber nur einer. Ja, das ist der Output. Scheiße. Wie kann ich das Teil eigentlich abbauen? In der Badbox? Ich glaube, das geht sogar so. Du Mann, okay. Mann, das musste jetzt sein, oder? Ich war schon so, oh mein Gott, scheiße, was habe ich getan? Und wie viel Inputs hat das? Was? Wie viel Inputs? Na, fünf. An jeder Seite. Also nur natürlich nicht an dem Output. Und scheiße, ich glaube, jetzt muss ich geschafft haben. Irgendwie. 1, 2, 3, 4. Hey, cool, der Query ist jetzt doppelt so schnell als vorher. Das macht mich glücklich. Na? Katze? Hm? Katze, Katze, Katze. Hä, kriegt aber trotzdem nicht Strom. Hey, warte, ich komm mal kurz vorbei, ja? Okay. Ich hab da keine Truhen. Eine Crafting Box? Ja. Hab ich Glas? Nein! Ach, das reicht nur für eine Doppeltruhe. Kack. Ich komm sofort vorbei, ja? Ja. Kannst du auf mich zählen? Nicht. Oh, Kupfer. Mal so schönes, tolles finden kann, so. Oh, Zinn. An diese Dias. In Höhe 59. Gehst du mal kurz schlafen, bitte. Ja, sofort. Ja, warte, ich muss. Kannst du zu mir kommen? Ich habe ein Bett für uns beide. Ja, ich bin gerade in meinem Quarry, da gehe ich mal eben zu meinem Bett. Obwohl ich kann mich einfach TP'en. Hallo. Oh mein Gott, ich bugge in der Wand. So, jetzt hallo. Wie schön, dass der Chat auch angezeigt wird hier. So, erschaffe, erschaffe, erschaffe. Ja. Ich sehe schon cool aus, ne? Du übrigens auch. Ich mag das. Okay. Von wo hast du das? Von C&A? Von New Yorker? Yes. Mann, ich kann nicht fliegen, du Penner. Hör auf anzunehmen. Okay. Das darf nur ich. Wie willst du jetzt nach da oben kommen? Keine Ahnung, du fliegst hoch und wirfst mir... Ja genau, ich flieg jetzt hoch und wirfst sie dann runter. Ich flieg so weg. Den Strom, den du verbrauchst, das musst du zahlen. Hier sieht man doch, da ist... Ja, sehe ich, keine Sorge. Ja, die Badbox fühlt sich nicht... die produzieren, aber ich sag dir schon mal sowas, es ist nicht viel, was diese Viecher hier produzieren. Ist ja logisch, sind ja nicht mal Low Voltage. Das ist nicht viel. So, wohin führt denn das Kabel? Zu den beiden Seiten hier. Mhm. Die Meserator kriegen Strom. Ja. Die, ne, haben ja, sieht man ja.
Nur die Frage ist jetzt gerade bei der MV Charging Badge. Die füllt sich nicht. Wieso füllt die sich nicht? Ich habe meine Prototype Omni Wrench gerade dabei. Guck mal, warte mal, komm mal her. Ja? Nur der linke hat Strom, weil der am Generator ist. Die anderen beiden, guck die mal an, die haben gar keinen. Ah, okay, gut. Ich habe mal eben so eine provisorische Cobblestone-Treppe gebaut. Ich baue die gleich wieder ab, ja. Ach, kannst du auch stehen lassen. Ich freue mich, dass ich Cobblestone habe. So. Das könnte eventuell bedeuten, dass der Stromverlust des Kabels so zu groß für die hier ist. Das heißt, die produzieren so wenig, dass es unterwegs verloren geht. Ich baue mal einen ab. Sehr heftig. So, ich setze jetzt mal einen direkt hier dran. Okay. Und zwar hier drüber einmal. Jo, jetzt geht's. Das heißt, die produzieren so wenig, das geht verloren über die Kabel. Alter, was sind das für Drecks? Wie kann ich die nicht abbauen? Ach doch. Low Voltage brauche ich, ne? Ich dachte, das wäre schon Low Voltage. Nein, das sind die kleinen. Gut, es ist theoretisch... Nein, das ist kein Low Voltage. Low Voltage sind 32 EU pro Tick, glaube ich. Du müsstest dir noch 6 weitere davon bauen und den LV Solar Array bauen. Das würde theoretisch reichen. Für die 3 Meserator da drüben. Ja. Oh, jetzt muss ich den Weg ganz zu Hause laufen. Und Jetpack. Oh, geht das auch? Nö. Geht nur mit der Quantumrüstung. Selbst wenn, ist es voll kacke, weil ich ja zoomen kann. Dann muss ich die Taste irgendwie verlegen oder so. Dann drücke ich auf Verlegen und sterbe. Ich bin Level 1. Cool, ich bin Level 25. Ich muss irgendwie mal eben Level 6 werden, das wäre schön. Achso, ich kann mal eben 4 Copper Ore da reinlegen. Und 2 Zinnerz. Wie sieht's hier aus? Labpack ist voll. Anlegen. Auch irgendwie Effizienz oder Glück. Ich glaube, weißt du was? Das mache ich jetzt. Ich werde es jetzt in so ein Ding reinwagen, in so eine Tür wieder. Hast du eine Trapdoor mit? Ich baue mir jetzt gleich eine. Ich muss mal gucken, wie man die überhaupt baut. Transdimensional Trapdoor. 2 Falltüren und eine Enderperle, okay. Falltüren ist okay, das wird kein Problem sein. Da krieg ich ja sogar 2 drauf, wenn ich eine crafte. Ja. Ja. Das ist ja schon mal schön. Und mein Forestry Stapel kommt jetzt mal dieser Balsa Sapling. Ja, der ist nicht mehr. Ja, weil der angekennzeichnet ist. Dann kommen hier mal eben die ganzen Gartenscheren rein. Die zu verlieren wäre irgendwie nicht schlimm, weil die nicht gerade wertvoll sind, aber auch irgendwie schade. Was sagt der Canvas Bag? Voll mit Zeug. Hä, Blue Electric von Ace ist komisch. Ich kann da drin keinen Pflasterstein braten. Kochen, meine ich. Wie jetzt? Warum? Richtig angeschlossen auch? Ja. Kein Bock jetzt noch mal vorbeizukommen und das anzugucken. Ehrlich zu sein. Warte, packen wir es mal eben hier rein. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Bücher. Die packe ich mal hier rein. Das waren aber noch mehr. Scheiße, dass hier mal nichts funktioniert. So zum Kotzen. Ja, das Wimbel. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Okay.
So, jetzt nochmal eben Nikolit und Redstone. Ich hatte sogar noch einen ganzen Stack Redstone. Vielleicht jetzt heute wieder 5 auf Lager. So, cool. So, verrottetes Fleisch, Knochen, Spinnenauge, Pfeile. Seerosen habe ich. Ich habe Seerosen. Seerosen! Und kein Platz? Ich hab keinen Platz für Seerosen, die tue ich jetzt einfach hier hin. So, Baumaterialien. Passt das da rein? Passt das da... Verdammt. Passt das da rein? Hast du Wolle? Ja, ein bisschen noch. Könntest du mir was geben? Ich gebe dir Redstone. Wie viel willst du denn haben? So viel wie du mir geben würdest, egal. Ich gebe den halben Stack, weil ich brauche selber noch eine ganze Menge. Okay, wie viel Redstone willst du? Weiß nicht, wie viel. Ich glaube, Redstone ist. Ein Redstone ist auch eine Wolle, oder? Ja. Also ich meine, ein Redstone ist gleich wert wie ein Wolle. Ich glaube kaum. Wolle ist doch viel mehr wert. Der EMC-Wert war eigentlich gleich, glaube ich. Nee, warte, was hatte Wolle nochmal für einen EMC-Wert? Boah, einen verdammt hohen. Ich glaube 42 oder so. Oh, da muss mir aber mehr Redstone. Da muss mir, glaube ich, doppelte Anzahl Redstone. Ja, ich habe auch schon überlegt, dass ich dir vielleicht einen ganzen Stack gebe. Na gut, dann gib mir einen ganzen Stack. Und ist das okay für dich? Ja, natürlich! Achso, den tue ich nochmal weg und... Kannst du als Zusatzleistung mal meine Solarpanel angucken? Ja. Die Blue Elektrischen. Dann kannst du die Wolle ja gleich geben und ich gebe dir den Redstone. Ja, ja. Ich mach mal eben die eine Transdimensional Trapdoor. So, die... Den Tree-Elizer packe ich mal hier rein. Reicht das, wenn einer von uns eine mit hat? Ja, du kannst sie ja dann auch betreten. Gut. Ich bräuchte eigentlich noch so an, ich habe ja eine Werkzeugtruhe. Da kommt jetzt das mal rein, die behalte ich. Das Schwert behalte ich. Schaufel brauche ich nicht. Axt brauche ich nicht. Steaks behalte ich. Das behalte ich, das ist nicht so schlimm, wenn ich sterben sollte. Nur Nano-Suits sind irgendwie dumm, wenn ich die verliere. Eigentlich müsste ich das anders machen. Ich müsste statt, das brauche ich eh noch nicht, das Lab-Pack. Ich tue das Lab-Pack weg und behalte mal das Jetpack. Oh, und ich nehme den. Nehme ich den mit? Nee, mache ich nicht. Dafür brauche ich mir ein Boot jetzt. Ich fahr schon mal los. Ah nee. Soll ich dir erst helfen oder? Überhelf mir mal bitte kurz erst. Hallo. Ich bin hier ein bisschen am Arsch der Welt. Scheiße. Hätte das nicht früher sagen können. Ah, verdammt, jetzt muss ich mein Jetpack verbauen. Kennst du den Weg? Ich hab einen Waypoint, also. Oh, okay. Ich werd's, glaube ich, hinkriegen. Oh mein Gott, hier ist irgendein kranker Typ durchgegangen und hat ganz viele Schafe geschoren und vergewaltigt. Ach, hier sind wir jetzt? Lol. Ich erinnere mich, hier war ich auch schon mal auf Lebenssuche. Und da bin ich fast gestorben an Hunger. Hier ist überall Leben. Ja, ich habe den irgendwie kaum gesehen. Und ich so, oh, Eisen! Im Wasser so. Bau das Eisen ab, direkt daneben Leben und ich merke das nicht. Ich hab mir die Steps mal angeguckt. Ich weiß, wie ich aus Dreck Dias herstellen kann. Mit einem Mediumstein. Wir müssen dann halt eine ganze Menge Dreck opfern am Anfang. So, ich bin hier. Was soll ich jetzt machen? Du kannst in den U-Bahn-Zugang einfach ganz rechts sind leere Kisten. Da kannst du das reintun. Ach so, ich soll dir hier irgendwas mit Solarpanels angucken. Ach so, ja, das auch. Ja, weil da bin ich gerade. Ich hab keinen Bock, hier wieder hinrennen zu müssen. Ich glaube, du meinst erstmal, was du mit der Wolle machen willst. Nein, die hab ich gar nicht dabei. Oh. So, ich bin hier drin, und jetzt? Ja, irgendwie bekommen die Öfen keinen Strom, wenn ich da was reintun will. Also es ist Nacht. Aber ich glaube, daran liegt es nicht.
Nee, ich hab's am Tag versucht, logischerweise. Naja, ja, dafür müsste ich mal einen Tag machen. Wenn du da fertig bist, TP'st du dich hierher. Ja. Ich wusste wohl, ach, da ist dein Schlafzimmer. Cool. Cool. Was ist das? Kleiderschrank? LOL! Mit Kleiderschrank! Das ist ja mal geil. Aber irgendwie setze ich hier mal eine Fackel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, hier spawnen jeden Moment ein Monster drin. Das Geile ist, dass im Kleiderschrank ein noch größerer Kleiderschrank ist. Ja, ist ja logisch. Ja. Ich lieg im linken. Auch, deswegen ging das nicht. Weil ich hab dich nicht erst gar nicht gesehen. Als ich mich hingelegt habe, warst du da. Ja, komisch. Also ich habe mal versucht, da hier in die Öfen Cobblestones reinzumachen. Ja, guck doch mal links, die Stromanzeige ist zu klein dafür. Hier sind ja zwei so Stromanzeigen links im Ofen. Mhm. Die rechte muss aufgeladen sein, das ist wichtig. Wenn die rechte nicht aufgeladen ist, heißt das, da ist was nicht stimmig. Jetzt guck ich mal in die Battery Box, die ist nämlich auch leer. Dann guck ich mal eben aufs Dach. Ah, ich weiß, was du gemacht hast. Das geht so nicht, leider. Wieso denn? Das kann man so nicht anschließen. Das Kabel ist auch gar nicht angeschlossen, wenn man sich das genau anguckt von der einen Seite. Wenn du mal hier stehst, hier oben auf dem Dach und dir das Kabel anguckst, gar nicht angeschlossen. Richtig. Oh, stimmt. Hä, und warum konnte ich vorhin den einen Ofen benutzen? Wahrscheinlich, weil die noch Strom hatte, die Battery Box. Das konnte ich auch noch machen. Hä, wenn ich eine Battery Box setze, hat die Strom? Ja. Ein Anfangsstrom. Lol, das wusste ich noch gar nicht. So, das ist übrigens nicht schlimm, die wirken auch wie Kabel. Eigentlich sind die Kabel voll unnötig. Die müssten auch, die produzieren auch Strom hier. Aha. Sieht aber irgendwie. Oh, ich hab hier einen geklaut. Tut mir leid. Gucken wir mal. Sieht aber irgendwie hässlich so aus. Ja, dann setzt doch mehr Kabel hin oder was. Ich hab leider nicht mehr. Ja, musst du gucken wie, aber so geht's leider nicht. Ich weiß schon, wie ich das mache. So. Danke. Ja, gerne. Ja, jetzt füllt sich das Teil auf. Ja. Ja, das habe ich auch immer gedacht, dass es so gegen früher, aber glücklicherweise habe ich gemerkt, dass das so nicht verbindet, das Kabel. Stimmt, das hat man doch irgendwie gesehen, das ist gar nicht. Liegen hier nicht früher überall Schafe rum? Da fehlen ganz viele. Mann, ich brauche zwei noch. Ich hab die alle umgebracht. Ich brauche aber unbedingt noch zwei Schafe. Im Gebirge sind richtig viele. Ich muss gucken, wie ich die jetzt befördern kann. Wo willst du denn hinhaben? In die Nähe meiner Villa. Ich habe ja bald ich habe ja jetzt schon einen Riesenkeller. Ein Riesenkeller. Ungelogen. Alles vor, also der Quarry, der produziert so viel, das glaubst du nicht. Ja, wo ist denn die Leiter? Also produziert meine ich nicht, sondern baut ab ohne Ende. Wenn ich hier mal einen Blick rein riskiere. Ich sehe gar nicht, wie weit er ist. Alter, sind hier viele Monster. Das ist der ein. Oh, hier ist schon Lab. Nee, das ist gar kein Lapis. Boah, der produziert. Also, der baut echt ganz schön. Das ist so heftig. Vor allem, wie viel Marmor der jetzt teilweise da schon abgebaut hat. Das ist noch mehr. Das ist aber nur so eine Ecke.
mal runter guckt, da ist Eisen, Lied. So, ich mache mich jetzt bereit für die Reise. Ja, ist gut. Was baut ihr da jetzt ab? Ach, das... Oh, blau Saphire. Das ist ja schön. So, der füllt sich hier langsam. Oh, noch mehr Zinn. Das tue ich so, alles hier rein. Axt werde ich vielleicht brauchen. Axt glaube ich nicht, aber gut. Kann ja nicht schaden. Stimmt. Und einmal Pfeil und Bogen. So, ich brauche jetzt ganz viel Holz. Ich glaube, ich mach mal. Das soll für Moment erstmal reichen. Da kommt eine noch, damit es eine gerade Zahl ist an Truhen. Bisschen was zu essen. Dann brauche ich mir eine Steinspitzhacke. So, eine Truhe. Noch eine Truhe. Noch eine Truhe. So, jetzt speichert sich das hier alles. Das ist doch schön. Was mache ich denn mit meinem Keller? Ich baue hier wahrscheinlich eine riesen Farm rein. Eine automatisierte Weizenfarm. Die verbinde ich dann irgendwie direkt. Na, nicht direkt, aber die werde ich dann wahrscheinlich... Die wird dann Weizen für meine eigene Futterstation produzieren. Ich habe große Pläne. Okay. So, dann werde ich mal mit dem Boot losfahren. Du kannst dich ja schon hin teleportieren oder so. Wo mache ich denn? Ich gebe dir dann nachher auch die Wolle. Ist zwar ein bisschen assig, wenn ich mich dann erst hin TP und sonst gar nichts mache, aber... Ich meine, was sollte ich da jetzt die ganze Zeit machen? Ich kann ja eh nicht so gut reisen ohne Boot. Na gut, ich habe ein Boot, aber ich habe keine Lust, das aus der Kiste zu holen, bin ich jetzt mal ehrlich. Ist ja auch eigentlich scheißegal. Ja. Glaube ich. Hoffe ich. So, Alter, unsere Dorffläche, die müssen wir jetzt unbedingt nutzen. Jo. Ich weiß. Ich fange nachher mal damit an. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir die Straßen, Allgemeinstraßen, so aus Cobblestones machen? Da wird's eine